Hallo und herzlich willkommen zurück zu GTA 5. Das letzte Mal haben wir bei unserem kleinen Freund hier ein paar illegale Substanzen zu uns genommen. Die bekamen uns nicht wirklich gut. Wir haben ein bisschen komische Dinge gesehen, ein bisschen komische Dinge getan. Und jetzt würde ich sagen, beginnen wir es mal zur nächsten Mission, würde ich sagen. Auf zur nächsten Mission. Okay, doch, das ist doch richtig. Da oben auf die Karte. Oh, da ist noch ein Freak. Und da ist noch ein Freak. Ich würde sagen, mache ich die zuerst? Ja, komm, wir machen die einfach zuerst. Zumal der ja nicht weit weg ist von uns. Da können wir ruhig dann schon mal kurz intervenieren oder mal kurz dahin fahren. Und mal gucken, was uns da so erwartet. Yay! Wir haben übrigens immer noch Nacht, also immer noch, ist das Kind der Nacht unterwegs in der Haut von Michael. Wir könnten jetzt auch gleich umswitchen auf Franklin. Aber das machen wir jetzt mal nicht, oder? Also ihr solltet das schon machen, nö. Wir bleiben doch ein bisschen bei Michael. Bei Franklin haben wir ja jetzt ja schon länger kennengelernt. Und hier müsst ihr irgendwo... Komm mal, Franklin wieder, um diese Mission für Fremde und Freaks zu betrachten. Ist die Frage, gehen die weg, wenn wir jetzt die Mission trotzdem fortführen? Ich würde nämlich jetzt dann einfach mal sagen, wir führen die Mission fort. Und machen das einfach mal später, oder? Ja, ich denke schon. Dann machen wir später. Aber es gibt auch Missionen, die sind dann wohl nur für die jeweiligen... jeweiligen Charaktere zuständig. Fühle ich ja eigentlich auch ganz okay. Verschiedene Ereignisse finden täglich über der San Andreas. Da können wir in der Nähe. Bist okay? Also das ist das vorne das gemeint oder was? Ach so, der hat das Ding geklaut. So, das können wir jetzt zurückkriegen oder wir behalten die 500. Ist ja schon doch recht viel. Aber ich glaube, komm, wir sind mal eine ehrliche Haut. Wir sind immer ehrliche Gangster. Keine Arschlöcher wie der Typ, der gerade die Briefmarke geklaut hat. Deswegen bringen wir sie einfach mal zurück. So, arme. Ist das eine Frau? Der ist ein Typ. Okay, da können wir es eigentlich behalten, hey. Aber trotzdem. All yours. You rock, bro. See, this is what it's about. Community. Ja, Leute, darauf geht's im Leben, aber immerhin haben wir 50 abgezogen. Einige zufällige belohnt Spieler mit den Werteverbesserungen oder Geld. Ja, bin ich mal gespannt, was wir noch so alles erleben werden. Come on. Haben wir mal eine gute Tat erledigt. Und du hast mich gerammt hier. Tja, es tut mir leid, Kleiner, aber die holt ihn einfach so raus. Oh. Musik ist schrecklich. Auto ist cool. Ja, das machen wir heute mal an. Yeah. Ja, machen wir einfach mal die Rainbow Radios einfach mal an. Und dann fahren wir jetzt zur nächsten Mission. Wie ja schon angekündigt. Geht's immer weiter hier mit den Missionen. Wir machen hier so einen Krach da unten. Mann. Ah, Polizei. Wir hören sie zumindest, aber sie ist nicht hinter uns her. Was ich auch mal ganz gut finde, muss ja nicht immer alles hinter uns her sein. Können ja auch mal die anderen jagen. Dieser Rockford-Leiser, okay. Kommen wir da auch irgendwie rein? Sieht auch eher angemalt aus, die Wand da. Schade. Wie wollt ihr hier? Entschuldigung, ich glaube, ich muss hier lang, oder? Das war wahrscheinlich egal gewesen, wo lange wir herfahren. Aber wir fahren einfach mal trotzdem hier lang. Boah, ich glaube, da hätte ich noch Glück, normal zu bremsen. Muss aber abwägen, wie schnell man ist, glaube ich, wann man die Handbremse zückt oder normal bremst. Aber mal gucken, wir fahren einfach mal so lang.
So. Da sind wir fast schon da oben. Da können wir übrigens auch Tennis spielen. Wäre ja fast mal was für so eine Chaos. Quatsch, eine Chaos-Folge, für eine Fun-Folge. Dann können wir eine Runde Tennis spielen. Und wir sind eins zu früh abgebogen. Wir müssen erst eins später abbiegen. Machen wir auch noch, keine Angst. Waren doch hier richtig. Jetzt kommen wir sowieso wieder auf die Seite. Ja, jetzt haben wir. Ah, wir sind schon da. Michael zum Verschluff. Hier kannst du Fahrzeuge speichern, indem du sie in die Garage parkst. Das können wir doch schon. Schlaf im Bett, um deinen Spielstand zu speichern. Auch das kennen wir schon. Nichts Neues. Aber ein schönes Bett hat er. Du kannst im Kleiderschrank. Oh, einen begehbaren Kleiderschrank. Das ist doch mal toll. Okay, da sind noch die Sachen von der Frau mit drin. Gibt es also verschiedene Aktivitäten zu finden, mit denen du dich beschäftigen kannst. Wie zum Beispiel Essen, Fernsehen. Oder einfach mal in die Garage fahren. Was hat er denn wie ein Auto? Nice. Auch ganz schön nett. Achso. Hier passen schon zwei Autos rein, aber ich glaube, das eine Auto steht sowieso immer da, oder? Ist auch eine Knarre. Dann schauen wir mal. Ganz nett, aber erstmal würde ich sagen, gehen wir ins Haus rein, oder? Hallo, trautes Heim. Und? Bitte was? Wie hast du mich genannt? Diktator? Why the fuck not? He is not staying the night. Oh, he's a bomb. Genesis, damit kann man wirklich gut entspannen, finde ich. Oder Phil Collins. Ich weiß nicht, ob es zu Genesis oder nur Phil Collins ist. What do you want? Man, I'll come by for that drink you offered, that's all. I wasn't really serious about that. What? You're here, whatever. Sit. You're not gonna rob me again. Man, I never robbed you. That was just a repossession. Okay. You call it whatever you want to call it. I really don't care. What can I do for you? Shit, I just came by to see if there's something I can help you with. I see you doing well for yourself. Look, I'm retired. Ain't you a bit young for the pipe, slippers, and staring at a fucking sunset? You know, I've been in this game for a lot of years, and I got out alive. That makes me the right age. You look like a good kid, but if you want my advice, give the shit up. You work hard, screw over everybody that you love, hurt, rob, kill indiscriminately, and maybe, just maybe if you're lucky, you become a three-bit gangster. It's bullshit. Go to college. Then you're gonna rip people off and get paid for it. It's called capitalism. So what I saw the other day was like when a corpse briefly reanimates itself and terrorizes everyone, right? What you saw the other day was a guy dealing with pests. I guess I never saw myself as just a fucking pest. Well, and today's lesson's all about humility. Tomorrow we'll try a training montage. A training what? Nothing. I was just lost in an 80s movie fantasy. Yeah, I can see you spend a lot of time there. As much as I can. So that's why you're here in Vinewood then, right? Maybe I'm here because I'm just an idiot who thinks that imported palm trees are a good substitute for not really knowing what the fuck you're doing on this earth. Jesus, man. You a good time, you know that? I tell you what.
Least I can do is buy you that beer. There's a little bar I like. It's not too far from here. Let's go. All right, man. I'm following you. We're taking also, my ab wife's die Bar. Car. Okay, machen wir. Da ruft einer an. Wer ist Jimmy? Hey, Jim. I'm going for a drink with... Dad? Shit! I'm in our boat going down the Western Highway! It's been stolen! What? The yacht's been stolen? I was trying to sell it. I know you didn't want it sold, but I need money, and they don't want to buy it. They just want to take it. I'm hiding in the head. You're insane! All right, I'm coming. For my boat! All righty then. Change of plans. My darling boy is in trouble. Hey, I'll help you out. Scheint so, als wurde unser Boot geklaut. Das können wir natürlich nicht auf uns sitzen lassen, aber dafür müssen wir natürlich erstmal ordentlich aussehen, oder? Was haben wir denn da alles? Ein Grand und ein topazfarbener Anzug. Einfach mal topazfarben. Haben wir auch Krawatten? Anzugwesten haben wir keinen. Pullover haben wir auch keine. Hatten wir nicht eben noch irgendwo Krawatten? Nö. Batterie, Brille, keine Brille, Sportbrille auch nicht. Sollen wir die einfach mal anziehen? Graue Fahrstanken Pilotenbrille. Brauchen wir nicht. Sowas brauchen wir nicht. Eine Antiklederjacke. Sieht ein bisschen aus, als wäre sie von John McClane oder sowas. Oder wir können Indie draus machen, wenn er jetzt noch einen entsprechenden Hut dazu hat. Er hat sogar Shorts. Sie könnten sogar Shorts anziehen. Tanktops. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Outfits. Aha, aha. Wir bleiben einfach mal im Anzug, dann sehen wir wenigstens frisch aus. Und so gehen wir jetzt einfach mal unser Boot zurückholen, wie sich das gehört, im schicken Anzug. So muss das sein. Und auf geht's. Jetzt geht's endlich los, meine Freunde. So, wir nehmen einfach das Auto hier. Begib dich zu Pacific Bluffs. Lesson number one. Don't ever have kids. Hey, man, look. If I had kids, I don't think no parenting issues would arise over who had boat privileges and who don't. Shit, motherfuckers would be lucky to sit in a bathtub. Shit, things that desperate, huh? Nah, but, you know, shit, I was making a point. Pathologizing self-deprecation. I know it well. Yeah, man, but shit, where the boat at? Little shit's been hijacked. They're somewhere on the Western Highway. Man, ain't you worried? About my boat? Yeah, I am. But you can always buy another boat. Yeah, tell my accountant that. Gabe Robinson. Oh, verdammt, du bist da hingefahren und hast credit for one. But have you come repo it? No, thank you. All right, homie. I ain't your homie. I'm someone you want to impress. Really? Man, I thought you was retired. Why the fuck do I want to impress some slipper-wearing motherfucker? Because I can still teach you a thing or two. Maybe help you open the door to all the joys that boat-related parenting issues entail. So I'm gonna help you get this boat back, right? That you are, my friend. Oh, es geht wohl ein bisschen raus aus der Stadt, kann das sein? Wir sind schon ein bisschen hier die Hügel, finde ich cool. Da ist auch schon der Hafen, oder? Oh, there! There it is! That's my boat! Your boat's in a fucking hurry, man! Yeah, well, we'll catch him. Sag an, also die klauen das Boot mit einem LKW. Also ich dachte jetzt, das wäre auf See oder sowas. Hey, what we about to do? I'm gonna get you close, and you're gonna go board that thing. Alright, oh shit. Fuck it, let's go. Alright, ich glaube, da bekommen wir das Wechsel mal richtig zu spielen, oder? All that's cool, man. You shoot with one hand and drive with the other. But my motherfucking sign is, I might miss the jump and fall in fucking traffic. Da haben wir mal schön hier oben drauf. Pep, die fand ich drauf.
Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das ist auch verrückt. Und einfach drauf. So, können wir jetzt einfach mal wechseln? Aber wir dürfen noch nicht wechseln, okay. Dann bleiben wir mal hinten mit dem Bike hinten dran. Oh, oh, vielleicht nicht so viel schießen. Oder so, also runtergefallen. Hab vor, verfolgen wir mal das Boot. Kann ich das nicht wechseln? Na, verdammt. Ah, es ist nicht so ganz einfach, aus dem Auto raus zu schießen. Das wird in Wahrheit ja auch nicht so einfach sein, wie das im Film immer dargestellt wird. So, der Heck jetzt da irgendwo Jimmy. Drüber. Kid, watch out for the boom. Oh shit, I don't wanna die. So, den haben wir schon mal eingeladen. So. Don't dad me, you little shit. You better hope she's still seaworthy. Ah, wow. Das hat weh, glaube ich. Come on, kid. Come on, kid. Ja, ja, wir fahren ihn mit her. Shit. Right behind, homie, come on. So, das Boot wollen jetzt nicht zurückhaben. So, da haben wir auch wieder drauf. Kann ein bisschen vom Boot oben surfen. Das würde mir ganz gut. Könnte mal bei Gibson auch mal schon ganz gut. Komm mal, Platz da. Fucking boat! Hey! It's just a thing! At least you still got a son! Hey, it's a chop shop back there, dog. If you drive us there, we can get the ride fit. Okay, dann machen wir das doch mal. Ich würde sagen, dass die Einführungsmissionen wesentlich cooler sind als in den anderen GTAs bisher. Da war es immer, oh, fahr mal dahin, fahr mal dahin. It's just a thing! My boat! Please stop doing that! Listen, I fucked up, okay? I'm not going to lie, that was a really bad judgment call. But shit, Dad, I nearly died. And all you give a shit about is this fucking boat. No, not that. It's all we do is scream at each other. No wonder I can't get a job. It's all your fucking fault. Or it's not, but it's partly your fault. I mean, I just want to impress you. You crashed. By selling my boat to some gangbangers? I know it sounds dumb when you put it like that, but all you do is daydream or get angry. Look, I love you, Jimmy, but you're an asshole. And right now, with my boat disappearing over the horizon, that's all I can see. Frankly, do me a favor and give this kid a ride home after we fix this thing. I want to headbutt the road in peace. Oh, great. Leave me with the home invader. I'll get it done, dog. No problem. Dad! Enough. All right. Enough! Hey, Franklin, can you call me a cab? No problem! So, dann ab zur Werkstatt, damit so Auto wie ein Auto gemacht wird. As soon as you can send one. Los Santos Customs, by the airport. Alright, thanks. Thanks, man. Los Santos Customs. Hey, so ja, you do much yachting? Not anymore. No, I don't. Before, I mean, man. Nah, not really. This little shit stays in his room all day, and I don't have many other people to go with, you know? I like looking at it. Looking? Yeah. You know, I come down to the marina, sit on the dock, pour myself a drink, and look at her. Jacqueline. It'd clear my head, you know, let me dream. Jacqueline, huh? Well, maybe you need to do some other shit to fill your time. Dream other dreams, man. Yeah, sure. Whatever. Jacqueline, ein Türname für ein Schiff.
Und Mr. Schiffe sollten eigentlich mal Frauennamen bekommen. Ich weiß nicht, warum es ist, aber es passt ja eigentlich auch. Ist ja auch das Schiff. Hey, this is the place up here. I know this dude, man. His name Hal. He gonna look after. All right, take what's in my pocket. A couple thousand bucks. That'll cover it, right? Yeah, it should be cool. Good. Ist ja auch quasi wie das Mädchen oder so. Sure you're good. Yeah, I got this. Ooh, I'm gonna come up front. Get out and walk around. It's okay, I can just climb over. Look, man, I'm gonna get the ride fixed, man, and drop it back off at your house along with this dude. It's all good, though, man. You go and get your head right, all right? All right. Listen, thanks for today. Appreciate it. You stop back out to the house, we'll talk. Ugh, you see? Sure, man. Hey, sorry we didn't get your boat, man. Yeah. Come on, man. Let's trick this whip, homie. Willkommen bei Los Santos Customs. Fahr rein, um dein Fahrzeug zu reparieren, zu modifizieren und umzulackieren. Ein bisschen größer geworden als die alten Spraydosenbuden. Verpasst du deinem Fahrzeug eine neue Lackierung, um die Bullen loszuwerden. Lass immer das Auto reparieren. Na, können wir machen. Ich glaube, wir müssen hier rein, oder? We're gonna trick this whip or what? Still need to get you out for one of the races, Franklin. See if you drive as fast as you talk. So, Fahrzeug reparieren, gratis. Recondition. Sweet. So, what do you think? So, mal einen Spoiler mal einfach so drauf klappen. Ein Carbonflügel. Passt nicht zu dem Auto, aber so ein niedriger Spoiler oder eine Spoilerlippe. Ich mach da jetzt nicht viel dran. Komm, wir machen einfach so und dann geht's wieder raus auf die Straße. Schauen wir uns den anderen mal an, keine Angst. Tuningbetten sind verfügbar bei Spraydosen, fahren die Tuning-Werkstatt für Reparaturen und Verbesserungen. Aber jetzt bringen wir erstmal die Nungen hier weg. I'm gonna take you home now. It's Franklin, right? Yeah, Franklin. Or the credit for our guy. The home invader. You know what? Call me what you like, man. Yeah, I mean, sure. Jimmy, ain't it? Or James? Jimmy. Or just like, Jizzle? Nah, man, I'll just stick with Jimmy, homie. So, what's the deal, man? Huh? You and my old man? I see you at the dealership, and someone steals my whip, and Papa's all like, he's been down there to talk to you guys. Your pops did more than talk. What'd he do? Look, man, if he ain't tell you, I ain't gonna tell you. But I lost my fucking job, and I thought maybe he could help me find a new one. Dude, my dad is retired, like fully. Like his only marketable skills are watching TV and daytime drinking. Man, look, I don't know, homie. He seems okay to me. Shit, he saved your ass. You saved my ass. Nah, man. Well, maybe we good together, you know? Like maybe we can get shit done we couldn't do separate. If it keeps him out of the house, that's cool by me. Yeah, well, we'll see. Look, I'm sorry my dad lost to your job. It's hard out there. I mean, I'm employmentally challenged at the moment. Oh, you got fired, dude. Damn, that's rough. Not fired as such. I didn't get a job. I've been there, homie. You've been putting them resumes out there, but no one's hiring, huh? No, I didn't get a job. I've never had a job. It feels like hard work. Oops, jetzt haben wir viel da kaputt gemacht. Careful! Sollte aufpassen. Life, the days just kind of disappear. Hey, you play Righteous Slaughter? Nah, not since the first couple. Okay. Was sind die? Slaughter? Ist das Schlachter? Du noch was davor gesagt? Ich hab dich wirklich verstanden. Ich falte über Zieg gerade ein bisschen, macht aber, denke ich, nichts. Ich möchte die Mission noch zu Ende bringen. Aber für die zwei Minuten jetzt die Folge beenden, ist auch irgendwie doof. Deswegen ab nach oben. Und bringen wir den Lausenhut mal ein bisschen weg, einfach so ein Schiff verkaufen wollte. Was sie vor eigentlich Crystal? Heißt, steht da deswegen Crystal am Auto? Oder ist was anderes mit gemeint? Wie Crystal Meth oder sowas? Yo, so like, since we're both unemployed, like, we could run together, you know? Yeah, I think about it, homie. Or we could just like, shop it, you know? Play darts or get our drink on? Strip clubs? Come on, dude. I get real crazy. Yeah, I got your number. Shit, I need it, man. But, hey, you know what? Man, go easy on your pops, dog, all right? All right, church. Exactly, man. My brother from another mother. I mean,
I hope so, because my mom was kind of a skank back in the day. See ya. Yeah, whatever, homie. Peace. Yeah. Und mit diesem bestanden. Schneller fangen, nicht ein Kratzer. Okay, nicht ein Kratzer haben wir nicht mehr geschafft. Denn wir haben einen kleinen Unfall gehabt, aber es macht ja nichts. Aber ich würde sagen, Treffen mit Freunden kannst du beim Telefonat mit der Position abhängen, verabreden. Neukontakt Michael, Jimmy, UAF. Hab dich bei Live Invader eingeladen. Nimm an und wir können abhängen. Kannst mich, ja komm, ich lese das mal komplett. Dann kannst du mich jederzeit anrufen, Bruder. Jederzeit, dann hauen wir auf die Kacke. Bis dann, Jill. Jo, das machen wir vielleicht auch mal, aber nicht bei dieser Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen in GTA 5 für diese Folge. Ich bin der Marsha und ich würde sagen, haut's rein, übrigens, mit